Jo, hallo Freunde, ich begrüße euch einmal wieder zu einer Tipps und Trickserie. Und wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen habt, es geht diesmal um diese Feuerfüchse, der Zunderfüchse oder wie man die nennt. Und das habt ihr vielleicht bei mir schon gesehen. Ich habe die da ein bisschen verbessert. Also es gibt da nicht nur einen Zunderfuchs, sondern da ist auch noch so ein Wattebett dran. Und damit kann man das auch mit dem Feuerstall anzünden, weil viele wollen kein Feuerzeug verwenden. Wir Buschkrafter müssen ja natürlich einen Feuerstall verwenden für sowas zum Anzünden und kein Feuerzeug. Ja, und ganz einfach, ich habe da verschiedene Variationen damit. Ich habe da auch so ganz kleine noch, wie man sehen kann. Ich habe das sogar noch ein bisschen in Wachs gedrängt, wobei man das nicht wirklich muss. Und ganz einfach, ich zeige euch die jetzt, wie man die macht. Diese Zunderfüchse sind ja meistens so in der Größe, also so 5 cm. Die schneide ich mir daheim auseinander, dann kriege ich eigentlich zwei da raus. Ja, dann habe ich diese zwei Teile. Dann braucht ihr natürlich diese Wattepads dazu. Wie gesagt, entweder es drängt sich also ein bisschen in Wachs oder braucht es wahrscheinlich nicht, es reichen solche auch. Dann braucht es ein bisschen einen Bienenfaden, eine dünne Schnur, irgendwas, also auch nichts Aufregendes. Es muss nicht viel halten. Und jetzt hole ich euch mit der Kamera ein bisschen näher und zeige euch das einmal genauer, wie ich das mache. So Freunde, das sind jetzt meine fertigen. Das ist zum Beispiel jetzt ein langes. Dann habe ich noch eins, was ich schon mal auseinandergeschnitten habe. Also quasi ein kurzes. Und wie man das jetzt am einfachsten macht, zeige ich jetzt schon einmal. Wie gesagt, das habt ihr gesehen, wie man die auseinanderschneidet. Ja, könnt ihr machen, wie es meint. Das könnt ihr natürlich auch im Ganzen lassen. Aber wenn man es auseinanderschneidet, kriegt man natürlich die doppelte Menge dafür raus. So. Jetzt gehe ich da ganz einfach her. Nehmen wir so ein Wattebett. Wickeln wir das da so drüber, halbert. Und nehmen wir da, ich habe so einen ganz 0815 Bienenfaden. Und den wickel ich da jetzt ein paar Mal drüber. Das hält dann eh von allein. Wie gesagt, das ist ein 0815 Bienenfaden. Einfach anreißen. Und dann habt ihr eigentlich so ein Wattebett mit einem Zunderfuchs. Und wie das anbrennt, zeige ich auch noch schnell. Ein bisschen aufdröseln, aber das wisst ihr eh. Da brauche ich nicht viel erklären. So. Ein bisschen ankugeln lassen. Und dann brennt der Zunderfuchs schon. Und das funktioniert auch, wenn es feucht ist, weil diese Zunderfüchse sind sowieso getränkt in Wachs. Und von daher ist das ein wunderschönes Zundermittel. Ja Freunde, das war das meine DIY-Zunderfuchs mit Wattebett. Wie gesagt, ich habe das sehr gern dabei, ich verwende auch gern. Ich habe natürlich auch ein anderes Zundermittelchen dabei. Aber diese Zunderfüchse, normal braucht man das nicht umwickeln, jetzt könnt ihr es mit einem Feuerzeug anziehen, das brennt genauso. Aber mit diesen Wattebets kann man es wunderschön mit einem Feuerstall entzünden, was normal so nicht funktioniert. Das wollte ich euch sagen, könnt ihr natürlich gerne nachbauen oder auch nicht, bleibt dann jedem selber überlassen, aber das mag. Mir macht es Spaß, sowas zum Basteln, ich mache das ganz gern und ich verwende es natürlich auch ganz gern. Und in diesem Sinne sage ich mal wieder Danke fürs Zuschauen und ciao, servus.